Hier ist die aktuelle Kamera mit dem Wochenrückblick von Samstag, dem 20. Mai 2023. Guten Abend, meine Damen und Herren. Offenbar scheint das Mainstream-Narrativ trotz Sperrfeuer auf allen öffentlichen und nicht öffentlichen Kanälen bei der europäischen Bevölkerung immer weniger zu verfangen. EU-Kommissarin Vera Jourova warnte laut Welt vom 14. Mai vor wachsendem Einfluss russischer Propaganda in Europa und der deutschen Politik. Durch den Übersetzer geschickt, sagte sie also, sie warnt vor dem wachsenden Unwillen einer breiter werdenden Öffentlichkeit, dem US-EU-Narrativ nicht mehr zu folgen, sondern sich frevelhaft eine eigene Meinung zu leisten. Sie sagte gegenüber Bild am Sonntag, dass es eine bewährte Taktik Russlands sei, auf inländische Marionetten zu setzen. Und sie befürchte, sie hätten einige davon in Deutschland. Es ist interessant, wenn die offensichtliche US-Marionette Jourova von vermeintlichen Marionetten spricht, die für sie genau deshalb Marionetten sind, weil sie nicht an denselben Fäden hängen, an denen Jourova hängt. George Orwell hätte dieses Prinzip sehr treffend mit Freiheit ist Sklaverei in seinem Roman 1984 beschrieben. Links- und rechtsextreme Politiker seien die Soldaten des russischen Informationskrieges. Deutschland stehe besonders im Fokus der Russen. Sie wüssten, dass die ganze EU schwächen werde, dass sie die ganze EU schwächen werde, wenn sie Deutschland brechen. Nicht, dass die EU das im Moment ganz gut selbst hinbekommt, indem ihre Mitgliedstaaten durch die Russland- und demnächst auch China-Sanktionen einen immensen wirtschaftlichen Schaden in der EU anrichten, der in naher Zukunft zu einer großen Verarmungswelle führen wird. Beschaut man sich Umfragewerte künftiger Wahlen in einigen EU-Staaten, ist einerseits auffällig, dass einerseits die meisten Regierungen abgewählt würde heute gewählt und dass andererseits vor allem die Parteien vermehrt Zuspruch erhalten, die dem US-EU-Narrativ widersprechen. Alles natürlich nur Opfer russischer Propaganda, würde Jourova sagen. Jourova nennt allem voran die Slowakei, in der in Umfragen mittlerweile 50% dem Narrativ nicht mehr folgen. Der Einfluss russischer Propaganda geht mittlerweile so weit, dass sogar 55% der deutschen Bevölkerung verwerflicherweise den Beginn von Verhandlungen mit dem Ziel der Beendigung des Krieges befürworten und sich nur 27% dagegen aussprechen, wie aus einer von der DPA in Auftrag gegebenen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervorgeht. Unterdessen setzte die slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová eine Technokratenregierung ein, die aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht vom Parlament, in dem eine ehemalige Regierung aus reaktionär-konservativen Parteien eine knappe Minderheit besitzt, bestätigt werden wird. Umfragen sagen voraus, dass bei Neuwahlen der Stimmanteil dieser Parteien der ehemaligen Regierungskoalition immens schrumpfen würde und gleich drei als links eingestufte Parteien immens stark werden würden. Wichtig ist auch, das Lager derjenigen, die eine Fortsetzung der militärischen Unterstützung der Selenskyj-Regierung befürwortet, wäre dann ebenfalls in der Minderheit. Vielleicht setzt die slowakische Präsidentin auch gerade deshalb keine Neuwahlen an. Wie es mit der EU wohl weitergeht? Es bleibt auf jeden Fall spannend, da zumal auch in Griechenland Neuwahlen anstehen und die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia mit Stimmverlust aus dieser Wahl gehen könnte und obendrein ohne einen potenziellen Koalitionspartner. Die Welt ist im Wandel. Es bleibt spannend. Über eine Dreiteilung der aktuellen Friedensbewegung schreibt Andrea Drescher in den Nachdenkseiten. Es ist kompliziert, sich für den Frieden zu engagieren. Heute gibt es nicht mehr eine Friedensbewegung, es sind inzwischen drei verschiedene. Die alte, die neue und die ganz neue. Und leider gibt es zwischen den Gruppen wenig Eintracht, sodass die Kriegsbewegung, bestehend aus Politik, Rüstungsindustrie und tiefem Staat, leichtes Spiel hat. Mehr und mehr Menschen auf Kriegskurs zu treiben bzw. zu halten.
Friedensbewegung Nummer 1. Die alte Friedensbewegung aufgrund des Vietnamkriegs wurde mitgetragen von den Protesten der 68er Bewegung und ging Hand in Hand mit der Ökologie- und Anti-AKW-Bewegung der 70er und 80er Jahre auf die Straße. Die damaligen Aktivisten kamen zum großen Teil aus dem politisch linken Spektrum und waren mehrheitlich antifaschistisch und antiimperialistisch. Man traf sich im Bonner Hofgarten, bei der Startbahn West oder in Wackersdorf, um nur einige Schauplätze der damaligen Zeit zu nennen. Die Gründung der Grünen war eine Folge dieser Bewegungen, wobei sie sicher sei, dass sich die damaligen Urgesteine Petra Kelly und Gerd Bastian von dem, was aus dieser Partei heute geworden ist, scharf distanzieren würden. Reste dieser alten Friedensbewegung sind noch in verschiedenen Bündnissen aktiv. Die Anti-Siko in München ist ein Beispiel dafür. Auch eine Antifa gibt es noch. Erschreckend ist aber, wie sehr von vielen dieser Organisationen inzwischen das transatlantische Narrativ geteilt wird. Von grundsätzlicher Systemkritik ist kaum mehr etwas zu vernehmen. Friedensbewegung Nummer 2. 2014 entstand die neue Friedensbewegung, initiiert von Lars Meerholz, in Berlin als Mahnwachen für den Frieden, die regelmäßig jeden Montag auf der Straße zu finden war. Auslöser war der sich abzeichnende Krieg in der Ukraine, der dann nach 8 Jahren Dauerbeschuss des Donbass 2022 plötzlich und unerwartet ausgebrochen ist. Aber auch andere Themen kamen aufs Tapet, beziehungsweise ans offene Mikrofon. Ob die Kriege in Syrien, Jemen und Israel unter Umweltzerstörung durch Glyphosat und Regenwaldzerstörung, Freundschaft mit Russland oder das Finanz- und Wirtschaftssystem. Diese Friedensbewegung, die in ihrer besten Zeit in über 230 Städten im deutschsprachigen Raum stattfand, griff viele systemkritische Themen auf. Insbesondere die Kritik am Geldsystem führte dazu, dass sie für antisemitisch erklärt wurde. Denn wer das Geldsystem kritisiert, war laut der sogenannten linken Ikone Jutta Dittfurth bereits ein struktureller Antisemit. Was Jutta Dittfurth zu einer strukturellen Antideutschen und damit zu einer Rassistin macht. Kleiner Einschub der aktuellen Kamera. Diese Tatsache und das seltsamerweise medial forcierte Aufkommen der Pegida-Bewegung, die mit den Mahnwachen in einen Topf geworfen wurde, führte sehr schnell dazu, dass alte und neue Friedensbewegung nicht zusammenkamen und die Mahnwachenbewegung an Schwung verlor. Der Zusammenhang zwischen Friedensbewegung und Rechten, in späterer Folge dann Antisemitismus und Nationalsozialismus, war geschaffen. Systemkritiker standen im rechten Eck, was für viele sehr überraschend kam. Friedensbewegung Nummer 3. 2020 entstand aufgrund der Grundrechtseinschränkungen durch die vermeintlichen Gefahren von Corona eine Friedensbewegung, die nach und nach unter einer Friedens- und Freiheitsbewegung firmierte bzw. zu dieser mutierte. Ein großer Anteil der Demonstranten hatte deutlich mehr als 50 Jahre auf dem Buckel. Es gab Veranstaltungen, bei denen das Durchschnittsalter schätzungsweise bei 60 lag. Auf allen großen Demos waren Menschen mit Rollator und Rollstuhl zu sehen. Es waren sehr bürgerliche Demos. Es war ein sehr buntes Publikum. Und bei vielen, die sie getroffen habe Drescher festgestellt, wir hätten uns auch in Bonn, Wackersdorf oder auf der Startbahn West treffen können. Auch zahlreiche Aktive der Mahnwachenbewegung von 2014 waren dort zu finden. Als der Impfdruck zunahm, nahm auch der Anteil junger Menschen und Familien mit Kindern zu. Es waren, nach ihrer Wahrnehmung, alle politischen Strömungen von rechts außen bis links außen vertreten. Die überwiegende Mehrheit bildete aber die bürgerliche Mitte. Viele bis dato meist völlig unpolitische Menschen, die ihrem Recht auf körperliche Selbstbestimmung Ausdruck verleihen wollten. Das mediale Framing der zunächst nur maßnahmenkritischen Bewegung mit Begriffen wie Corona-Leugner, Impfgegner und natürlich Antisemiten und Nazi wurde dann fast 1:1 auch auf die Menschen übertragen, die, als der Maßnahmendruck zurückging, die Kriegsgefahr aber zunahm, weiter auf die Straße gingen. Die alte Friedensbewegung wollte bzw. will mit Zitat der rechtsoffenen Demonstranten, den rechtsoffenen Demonstranten dieser dritten Friedensbewegung nichts zu tun haben.
Am 18. Februar gab es daher anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz gleich zwei Friedenskundgebungen und Demonstrationszüge. Am Marienplatz traf sich die Anti-SIKO der alten Friedensbewegung. Zeitgleich mobilisierte Macht Frieden, ein Bündnis von Graswurzelbewegungen, dem auch München steht auf angehört, also Vertreter der dritten Friedensbewegung, für eine Veranstaltung am Königsplatz. Ähnliches wiederholte sich in München anlässlich des Ostermarsches. Das Orga-Team von Macht Frieden respektierte den Zeitplan des traditionellen Ostermarsches und legte die eigene Veranstaltung auf den Nachmittag, sodass Teilnehmer der alten Friedensbewegung vom Marienplatz im Anschluss noch zur Kundgebung am Odeonsplatz kommen konnte. Eine persönliche Geste, um alt und neu zusammenzubringen. Tatsächlich mischten sich dann einige der Alten unter die Neuen. Man kam in Kontakt, sprach miteinander und konnte vielleicht einige Vorurteile abbauen. Rüdiger Göbel schreibt in der Zeitung Unsere Zeit über die neuesten abstrusen Auswüchse vermeintlicher russischer Propaganda im Wertewesten. Von Pestiziden bis zu organischen Schadstoffen aus der Industrie. Die Ostsee wird über die Flüsse verunreinigt, warnen Wissenschaftler immer wieder. Zwar sei sie längst nicht mehr so verschmutzt wie noch in den 1980er Jahren, doch aus dem Hinterland gelangen weiter Schadstoffe ins Meer, berichtete der Deutschlandfunk im vergangenen August. Ein großes Problem sei die Überdüngung, die zu Sauerstoffmangel im Meer führen kann. Deutschland hinke beim Schutz von Ost- und Nordsee weiter hinterher und mache mit bei der Umweltzerstörung, konstatierte die Meeresbiologin und Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts Professor Antje Boetius im März im MDR. Zu viele Nährstoffe und Dünger können in warmen Sommern zu Algenblüte führen, die schlecht sei für die Meeresbewohner. Starker Schiffsverkehr gefährde zudem die Schweinswale. Grund eigentlich, dass die Ostseeanrainer kooperieren und gemeinsam nach Lösungen suchen. Allein, wer sich in diesen Tagen für Umweltschutz in der Nordsee engagiert, läuft Gefahr, als russischer Agent an den Pranger gestellt zu werden. Ende April machte in allen großen Medien die Behauptung die Runde, Russland versuche, westliche Umweltinstitute zu beeinflussen. Ziel sei, über das Thema Ostseeverschmutzung Kreml-Narrative zu verbreiten und Agenten zu rekrutieren. WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung wollen das mit internationalen Medienpartnern in einer gemeinsamen Recherche herausgefunden haben. Sie alle berufen sich auf ein einziges Papier, das aus der russischen Präsidialadministration stammen soll und im Verbund von Medien in NATO-Staaten wohl von einem westlichen Geheimdienst zugesteckt worden sein dürfte. Russland soll demnach die Einrichtung eines neuen wissenschaftlichen Forums planen, das sich offiziell mit der tatsächlich problematischen Verschmutzung der Ostsee auseinandersetzen soll, resümiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das Papier, das auf Januar 2023 datiere, sehe demnach vor, dass europäische Akteure aus Wissenschaft, Kultur und von Nichtregierungsorganisationen den Dialog mit Russland wieder aufnehmen. Dafür soll ein Forum namens Baltische Plattform ins Leben gerufen werden, das internationale Experten versammelt. Neben baltischen Teilnehmerländern würden Skandinavien und Deutschland explizit genannt, erfährt man weiter. Triggerwarnung vom Rechercheverbund. So etwas nennen westliche Sicherheitsbehörden eine klassische nachrichtendienstliche Einflussoperation, eine Strategie der Unterwanderung. Bei Tagesschau.de kommt dazu Alexander Totz, Leiter des Internationalen Sicherheitsdienstes Estlands, Capo, zu Wort, der dererlei Vorgehen kenne und es mit anderen sogenannten russischen Einflussversuchen vergleiche. Wir haben auch frühere ähnliche Operationen identifiziert. Russland versucht, Themen aufzugreifen, die normale Menschen interessieren. Klima- und Umweltfragen sind ein gutes Beispiel dafür. Marius Laurinavičius als politischer Analyst aus Litauen vorgestellt, will wissen, dass Russland wie ein Angler beim Fischen agiere und über solche Foren mit Meinungsführern in Kontakt zu treten versuche. Ziel sei,
Popcorn bereithalten. Die Denkweise zu verstehen und dann Entscheidungen zu treffen, welche dieser Leute für russischen Einfluss verwendet oder manchmal sogar als russische Agenten rekrutiert werden können. Ich gebe Ihnen mal kurz Zeit, herzhaft zu lachen. Die medialen Wellen, die die Story über ein mutmaßliches Kreml-Papier zog, ist angesichts der nicht nachvollziehbaren Quellenlage beachtlich. Ziel ist ganz offensichtlich, jedwede wissenschaftliche Kooperation mit russischen Forschern und deren Ergebnisse über Umweltbelastungen in der Ostsee von vornherein zu diffamieren. Dabei wäre es natürlich gerade im Sinne des Meeresschutzes, miteinander zu arbeiten. Implizit werden, ob mit oder ohne Kontakt, Wissenschaftler, die Probleme ansprechen und vor Gefahren waren, direkt in den Ruch der Moskau-Nähe gerückt. So heißt es bei Tagesschau.de, dass die Lage in der Ostsee zwar sehr ernst sei, aber weniger ernst als von Russland behauptet. Am Wochenende fanden auf der Ostseeinsel Rügen einmal mehr Proteste gegen die von Grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck geplanten Flüssiggasanlagen statt. Mit Parolen wie kein LNG-Terminal auf Rügen, die Ostsee bleibt sauber, Hände weg von der Kinderstube der Heringe oder gesunde Meere für Klima und Natur machten die Demonstranten auf dem Kurplatz in Binz ihre Ablehnung deutlich. Sie befürchten nachhaltige Schäden für die Natur und negative Folgen für den Tourismus auf Rügen. 95.000 Menschen haben eine Petition unterzeichnet, die sich gegen eine Aufnahme Rügens in das LNG-Beschleunigungsgesetz richtet. Am Montag war das ganze Anhörungsthema im Petitionsausschuss. Es scheint eine Frage der Zeit, bis der Umwelteinsatz der Rügener Bürger als russischer Beifang geoutet wird. Melina Daimann liefert in der Zeitung Unsere Zeit eine kleine Nachlese der Aktionen zum Tag der Befreiung. Lange scheint es her zu sein, dass der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker 1985 im Deutschen Bundestag aussprach, was Sache ist. Dass der 8. Mai 1945 Tag der Befreiung von menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft war. Wer heute das Radio oder den Fernseher anmacht oder die Zeitung aufschlägt, hört eher vom Ende des Zweiten Weltkriegs. Nicht von der Befreiung und auch nicht vom Tag des Sieges, der am Dienstag begangen wurde. In Berlin wurde es denen, die des Sieges über den Faschismus gedenken wollten, nicht leicht gemacht. Noch unrühmlicher als im vergangenen Jahr waren die Verbote von Fahnen und Symbolen, noch strenger wurden sie durchgesetzt. In einer Allgemeinverfügung wurde von der Polizei für den 8. und 9. Mai zuerst das Zeigen von ukrainischen, russischen und sowjetischen Flaggen untersagt. Das Berliner Verwaltungsgericht kippte das Verbot für ukrainische Fahnen. Die Polizei hatte damit kein Problem und ging nicht in die nächste Instanz. Widerspruch gegen das Verbot für russische Fahnen und für solche der Sowjetunion, wie ihn die DKP Berlin eingelegt hatte, wurde vom Oberverwaltungsgericht abgelehnt. Begründung: Nach den gegenwärtigen Umständen bestehe die unmittelbare Gefahr, dass durch das Zeigen der Flagge der Sowjetunion im Rahmen von Versammlungen anlässlich des 8. und 9. Mai an einem sowjetischen Ehrenmal der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gebilligt oder zumindest ein entsprechender Eindruck in der Öffentlichkeit hervorgerufen wird. Zudem habe sich die angespannte Lage bereits am Sonntag im Bereich des sowjetischen Ehrenmals im Tiergarten gezeigt, wo die Begleitung einer Frau mit Ukraine-Flagge zu Boden gezerrt und geschlagen worden sei. Inwieweit eine Sowjetflagge in die Schlägerei verwickelt war, ließ das Gericht offen. Die Entscheidung von Polizei und Gerichten passt hervorragend in den seit einigen Jahren grassierenden Geschichtsrevisionismus und damit in die Strategie der Herrschenden. Schließlich hat das EU-Parlament schon im September 2019 beschlossen, dass die Sowjetunion durch die Unterzeichnung des sogenannten Hitler-Stalin-Paktes schuld am Zweiten Weltkrieg sei. Da kommt der Krieg in der Ukraine gerade recht, um jetzt auch noch die Symbole der Befreier zu verbieten. Denn heute ist es deutsche Staatsräson, dass Russland ruiniert gehört. Demnächst wird dann nur noch eine hübsche Rede geschwungen zu dem Jahrestag, an dem die Amis kurz vor Toresschluss doch noch in der Normandie gelandet sind. Das lästige Gedenken an die Sowjetunion ist dann entsorgt. Um jeglicher
und jeglicher Gedanke an Völkerfreundschaft gleich mit. Denn Russen und ihre Fahnen, so lehren Berliner Polizei und Gerichte, eignen sich nur, um Aggression hervorzurufen. Der Haltung haben sich trotz Verboten am 8. und 9. Mai nicht nur in Berlin Tausende entgegengestellt. Es folgen internationale Meldungen. Abschotten, abschieben, ertrinken lassen. Das Magazin Perspektive Online berichtet über europäische Flüchtlingspolitik. In der EU tobt seit langem ein Kampf zur Abschottung des Kontinents gegen Flüchtlinge und Migranten. Dabei besteht ein weitgehender Konsens darüber, dass der Kontinent mit allen Mitteln, auch militärisch, gegen Flüchtlinge aufgerüstet werden soll. Doch über die Kosten und wer sich die Hände dabei schmutzig machen soll, wird weiter gestritten, befeuert durch die Situation, wird die Situation durch rechte und faschistische Medien und Politiker. Migrationsbewegungen sind so alt wie die Menschheit. Heute im Kapitalismus sind sie jedoch eine gesetzmäßige Erscheinung, vor allem infolge kolonialer Ausbeutung anderer Länder und imperialistischer Kriege. Gleichzeitig sind viele EU-Staaten dringend auf Arbeitsmigranten angewiesen, um der tendenziellen Überalterung der eigenen Bevölkerung und dem damit einhergehenden Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken. Die EU-Staaten wollen dabei jedoch kontrollieren, wer zu ihnen kommt. Das Menschenrecht auf Asyl spielt dabei keine Rolle. Spätestens mit der Einführung des Dublin-II-Verfahrens im Jahr 2003 und der mit einhergehenden Erklärung zahlreicher Länder zu sogenannten sicheren Dritt- bzw. Herkunftsstaaten ist das Recht auf Asyl in Europa überhaupt nur noch eine Farce. In der Folge kommt es seitdem zu immer gefährlicheren Versuchen von Flüchtlingen nach Europa zu gelangen. In den ersten drei Monaten dieses Jahres sind laut der Internationalen Organisation für Migration IOM mindestens 441 Flüchtlinge bei dem Versuch, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen, ums Leben gekommen. So viele wie seit 2014 im selben Zeitraum nicht mehr. Insgesamt sollen seit 2014 mehr als 25.000 Menschen auf der Flucht nach Europa im Mittelmeer ertrunken sein. Die reale Zahl könnte Schätzungen zufolge mindestens doppelt so hoch liegen. Die immer weitere militärische Abschottung der Festung Europa durch Mauern und Zäune, Militärpatrouillen, Drohnen und Satellitenüberwachung oder durch die Aufrüstung afrikanischer Küstenwachen führen dabei nicht zu weniger Flucht, sondern machen diese nur tödlicher. Rechte und faschistische Kräfte befeuern die Debatten in den EU-Institutionen und Regierungen der einzelnen Länder um eine effektivere Flüchtlingsabwehr. Die rechte Regierung von Giorgia Meloni in Italien hat Mitte April für 6 Monate den Notstand ausgerufen, um weitgehend ohne parlamentarische Kontrolle gegen Migranten und Flüchtlinge im Land vorgehen zu können. Kurz zuvor war in der Nähe der italienischen Stadt Cutro ein Boot mit mehr als 150 Flüchtlingen gekentert und etwa 100 Menschen ertranken. Meloni reagierte auf dieses Unglück trotzig. Wer glaubt, das Drama ändere etwas an unserer Linie bei der Migrationspolitik, der täuscht sich gewaltig. Mithilfe der Notstandsverordnung will ihre Regierung nun im ganzen Land riesige Abschiebezentren zur Internierung von Flüchtlingen errichten und ausbauen. Die Politik der führenden Parteien in Deutschland unterscheidet sich von denen der italienischen, allenfalls in der Tonlage. Nicht aber im Inhalt. Die deutsche Regierung versucht bereits seit 2016 ein Verfahren durchzusetzen, das ermöglicht, dass möglichst alle Asylverfahren außerhalb Europas geführt und nur noch anerkannte Flüchtlinge auf europäischem Boden lässt. Aber auch die aktuelle Ampelregierung hat dies erneut in ihrem Koalitionsvertrag als Ziel formuliert. Der neue Sonderbevollmächtigte für Migrationsabkommen Joachim Stamp, FDP, soll nun die Verlegung von Asylverfahren nach Afrika vorbereiten. Dann würden auf dem Mittelmeer gerettete Menschen für ihre Verfahren nach Nordafrika gebracht werden, so der frühere nordrhein-westfälische Integrationsminister. Der ehemalige Bundesminister Horst Seehofer taufte die von der Bundesregierung in Afrika geplanten Lager Ausschiffungsplattformen. Auch wenn die EU-Länder sich bis heute nicht auf eine einheitliche Flüchtlings- und Migrationspolitik einigen konnten, so sind sie sich doch weitgehend in einer weiteren Abschottung Europas einig.
Im Februar beriet der EU-Gipfel über die Notwendigkeit, weitere gigantische Summen für die Infrastruktur an den Außengrenzen der EU zu mobilisieren. Bundesaußenministerin Faeser fordert zudem von den anderen EU-Staaten, dass nicht nur darüber diskutiert werden solle, ob die Grenzen rund um Europa hochgezogen werden. Vielmehr gehe es bei der notwendigen Reform des gemeinsamen Asylsystems auch um eine feste Regelung zur Verteilung der Flüchtlinge und die Einführung eines neuen Screening-Verfahrens, durch das flächendeckend alle eingereisten Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen zentral registriert werden sollen. Faeser droht dabei den anderen EU-Staaten, dass sich Deutschland, sollte man zu keiner Einigung kommen, dann für die Wiedereinführung von Grenzkontrollen im Schengen-Raum stark machen werde. Die EU-Flüchtlingspolitik ist gescheitert und alle Versuche der EU-Staaten, sich gegen Flüchtlinge abzuschotten, funktionieren nicht, sondern führen allein dazu, dass jährlich tausende Menschen an ihren Außengrenzen sterben. Eine effektive Flüchtlingspolitik müsste bei den Fluchtursachen ansetzen und diese bekämpfen und nicht die Flüchtlinge. Doch genau daran hat keiner der EU-Staaten ein Interesse. Profitieren sie doch von der Ausbeutung und den schlechten Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen in Afrika und auf dem Balkan. Außerdem sind sie ja selbst Angehörige der Staaten, die in Westasien und Nordafrika an zahlreichen Kriegen beteiligt sind und Warlords und Diktaturen stützen. Auch hier in Deutschland versuchen Medien und Politik eine aggressive Kampagne gegen Geflüchtete zu inszenieren, die von rechten und faschistischen Kräften massiv angespornt wird. Dabei haben deutsche und migrantische bzw. geflüchtete Arbeiter die immer gleichen existenziellen Interessen: ein Leben ohne Krieg, ohne Zerstörung und ohne Ausbeutung. Selenskyj auf Europatour. Selenskyj in Rom, Berlin und Aachen. Berlin plant bereits Waffenlieferung für Kiew bis 2032, schreibt Arnold Schölzel in der Jungen Welt. Am Samstag berichtete der Spiegel, die Bundesregierung habe für die Jahre bis 2032 weitere 8 Milliarden Euro für Aufrüstung und Modernisierung der ukrainischen Armee vorgesehen. Mit einem schnellen Ende des Konflikts rechne in Berlin offenbar niemand. Die Meldung bildete den Schluss eines Artikels, mit dem das Nachrichtenmagazin darüber informierte, dass die Regierung mit der größten Waffenlieferung seit Kriegsbeginn an Kiew im Wert von rund 2,7 Milliarden Euro vorpresche. Parallel zur Verleihung des Karlspreises im Aachener Dom an den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj am Sonntag. Selenskyj zeigte sich bei einem Besuch in Berlin zwar für die Lieferankündigung dankbar, machte aber klar, dass er mehr erwartet, konkret westliche Kampfflugzeuge. Bei einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, teilte er mit, die Ukraine arbeite in europäischen Hauptstädten daran, eine Kampfjet-Koalition zu schaffen. Er werde sich deswegen auch an die deutsche Seite wenden. Scholz wich aus, sicherte aber erneut zu, wir unterstützen euch so lange, wie es nötig sein wird. Bisher sei Hilfe im Wert von 17 Milliarden Euro geleistet worden. Beide Politiker reagierten abweisend auf Friedensinitiativen aus anderen Ländern. Wir brauchen nicht viele Pläne, erklärte Selenskyj und fuhr fort, wir sind bereit, jegliche Vorschläge zu besprechen, aber nur auf der Plattform, die wir anbieten. Scholz betonte, Friedensgespräche dürften nicht gegen die Ukraine gerichtet sein und Russland müsse seine Truppen zurückziehen. Selenskyj war am frühen Vormittag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier begrüßt worden, den er vor einem Jahr unmittelbar vor einem Besuch in Kiew ausgeladen hatte. Er war aus Rom angereist, wo er neben Politikern Italiens Papst Franziskus getroffen hatte. Am Nachmittag flogen Scholz und Selenskyj nach Aachen. Die italienische Ministerpräsidentin und Anführerin der faschistischen Brüder Italiens, Fratelli d'Italia, FDI, Giorgia Meloni, hatte Selenskyj meinen Freund genannt und kündigte militärische Hilfe an, solange es nötig ist und darüber hinaus. Etwas weniger stimmungsvoll verlief die Begegnung Selenskys mit Papst Franziskus. Der hatte am 30. April beim Rückflug einen Besuch Ungarns vor Journalisten zum Missfallen Kiews über Frieden gesprochen. Derzeit läuft eine Mission, die aber noch nicht öffentlich ist. Selenskyj nutzte nach dem 40-minütigen Gespräch mit dem Kirchenoberhaupt einen Auftritt im Sender Rai Uno, um den Papst zu brüskieren. Bei allem Respekt für den Papst. Die Sache ist die, dass wir keine Vermittler brauchen zwischen der Ukraine und dem Aggressor, der unsere Gebiete besetzt hat, sondern einen Aktionsplan für einen gerechten Frieden in der Ukraine.
Er habe den Papst aufgefordert, sich dem Friedensplan Kiews anzuschließen und verstieg sich zu der Lüge, Franziskus setze Opfer und Aggressor gleich. Der Papst antwortete indirekt am Sonntag vor Gläubigen auf dem Petersplatz. Mit Waffen erreicht man nie Sicherheit und Stabilität, im Gegenteil, man zerstört jede Hoffnung auf Frieden. Ebenfalls am Sonntag kündigte die linke Bundestagsfraktion die Reise einer Delegation in die Ukraine an. Sie werde von Dienstag bis Sonntag Kiew, die Vororte Butscha und Irpin sowie Charkiw besuchen. Eine Haltung wie die des Papstes konnte sich in der Partei nicht durchsetzen. Führende Parteivertreter treten vielmehr für Waffenlieferungen an Kiew ein. Stichwahl in der Türkei. Bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei hat Amtsinhaber Erdogan die absolute Mehrheit nur knapp verpasst. Am 28. Mai wird es zu einer Stichwahl kommen. Entscheidend dabei könnte die Wahlempfehlung des Chefs der Ultranationalisten sein, berichtet die Tagesschau. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan muss sich einer Stichwahl stellen. Erdogan verfehlte in der ersten Runde der Präsidentenwahl am Sonntag die absolute Mehrheit, wie die Wahlbehörde in Ankara mitteilte. Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu liegt nach dem vorläufigen Endergebnis knapp hinter ihm, womit keiner der beiden Bewerber mehr als 50% der Stimmen erhalten hat. Als Datum für die Stichwahl nannte die Wahlbehörde den 28. Mai. Sanktionen? Nicht mit uns. Die Ukraine hat die ungarische Bank OTP als Kriegssponsor Russlands eingestuft. Ungarn will das nicht hinnehmen. Außenminister Szijjártó drohte deshalb an, dass sein Land keine weiteren Sanktionen der EU gegen Moskau verhandeln werde, berichtet die Tagesschau. Ungarn droht mit einer Blockade von neuen Russland-Sanktionen der EU. Solange Ungarns größte Bank OTP auf einer ukrainischen Liste mit Unterstützern des russischen Angriffskriegs stehe, werde die ungarische Regierung kaum neue Sanktionen verhandeln können, die weitere Opfer einforderten, ließ der ungarische Außenminister Péter Szijjártó am Rande eines EU-Außenministertreffens in Schweden mitteilen. Die Nationale Agentur für Korruptionsprävention NACP der Ukraine hatte die Bank OTP Anfang Mai auf ihre Liste mit Kriegssponsoren gesetzt. Sie begründete dies damit, dass die russische OTP-Bank auch nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine zu den führenden Banken auf dem russischen Finanzdienstleistungsmarkt gehöre. Durch die Fortführung der Finanzoperation der russischen Einheit zeige die OTP-Gruppe eindeutig Unterstützung des Terrorismus. Die EU-Kommission hatte den Regierungen der Mitgliedstaaten am Freitag vergangener Woche Vorschläge für ein 11. Paket mit Russland-Sanktionen unterbreitet. Mit ihm soll vor allem die Umgehung der bereits erlassenen Strafmaßnahmen bekämpft werden. Es sind allerdings auch weitere Handelsbeschränkungen geplant, die theoretisch auch die Geschäfte ungarischer Unternehmen beeinflussen könnten. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell wollte die Äußerung Szijjártós auf einer abendlichen Pressekonferenz zu dem Ministertreffen nicht kommentieren. Er sagte, man habe diese Kommentare des ungarischen Ministers nicht gehört. Grundsätzlich sei es allerdings kein Geheimnis, dass Ungarn nicht an die Effizienz von Russland-Sanktionen glaube. Das waren einige Meldungen der Woche. Die aktuelle Kamera verabschiedet sich, wünscht Ihnen noch einen schönen Abend, ein schönes Restwochenende und trotz alledem eine gute Woche.